Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Rustic Waters, mit mir, die lieben Sinans und den lieben Marek. Ja, moin. Ich wollte schon wieder Herr Marek sagen. Ja, wie immer. Und dabei habe ich nicht mal vorher mit Tom aufgenommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Das ist mittlerweile schon 2 Wochen ungefähr her. Ich meine, wir waren in der Hölle. Ja, das war die Folge, die heute kommt. Danach kamen noch 2 Folgen. Also, nur so zur Info, Folge 14 kam heute. Also, wir nehmen immer ein bisschen im Voraus auf, weil wir halt sonst das nicht schaffen. Stimmt, Stahl, das war das, was wir letztes Mal soweit fertig gemacht haben. Stimmt, ja, jetzt, wo du es sagst. Ich weiß auch nicht, ob wir die Tanks jetzt onscreen oder offscreen hingestellt haben. Auf jeden Fall haben wir hier die Tanks noch ein bisschen mit hingestellt. Die haben wir noch onscreen hingestellt, meine ich. Okay, Marek hat einen ganzen Haufen von dem Stahl fertig gemacht. Die Credits gebe ich dir einfach mal rechtmäßig. Ja, das sind ja auch meine. Ja. Du machst ja nie was. Ja, genau. Und ich will jetzt heute mal gucken, dass wir erstmal den Fluid Tank schnell fertig kriegen. Den du schon die letzten 3, 4 Folgen ja, wolltest. Ja, ich wollte gerade sagen, die letzten 5 Folgen, aber 3, 4 Folgen passt, glaube ich, auch. Stimmt, jetzt weiß ich, was gefehlt hat. Innen war, glaube ich, oder? Und ich habe meine Kisten nur halb sortiert. Aber ich habe zumindest angefangen. Nach 2 Minuten keinen Bock mehr gehabt. Ja, gut. Keine Lust mehr und ich bin halt offscreen, offline hingegangen. Aber Invar haben wir hier gar nicht, oder? Invar Gear? Habe ich das nicht fertig gemacht? Okay. Silber. Ich brauche Iron Bars, ein Quarz-Ding. Und ich Nickel gemacht dafür? Quarzeimer. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr. Haben wir das hier drüben vielleicht drin? Beste Vorbereitung. Professionalität wird groß geschrieben, ja. Ja. Ja gut, egal. Dann muss ich mal gucken, wie ich Invar jetzt ranbekomme. Das weiß ich nämlich gar nicht. Nein, falsch da. Invar war theoretisch der Meisterkoch. Wobei ich da aber alles pulverisiert haben muss. Krieg ich das nicht auch so irgendwie hin? Im Alloy killen. Ah, mach ich das. Das Ding haben wir hier stehen, glücklicherweise. Ach, ist sogar recht schnell. Dann brauche ich jetzt Quarz. Ich weiß aber nicht, wo ich das Quarz hingelegt habe von der Tour. Weißt du das? Nein. Jetzt mal bei mir in der Chest gucken. Nee. Ja, und Marek baut da drüben so ein bisschen was jetzt um. Weil mittlerweile geht uns das alles hier auf den Geist, um es mal so zu nennen. Ach, da ist Quarz. Weil wir haben aktuell ja eigentlich nur noch wie heißt's? Chaos pur. Wir haben ja nirgends mehr irgendwie eine Sortierung. Aber egal. Ja, mit einer Sortierung wäre es doch langweilig. So. Nein. Wo muss ich das Ding machen? Im Blacksmith. Ist doch richtig. Hä? Brauchst du vielleicht eine Flüssigkeit? Ach, ich brauche einen Funnel und keinen Hopper. Oh, damit kann man jede Art von Eimern machen. Unter anderem ist Stahleimer, hat 6 Dinge, was da drin ist. Oder Emerald, 8. Diamant, 10. Das ist gar nicht mal so uninteressant. So, dann habe ich zumindest schon mal den Eimer. Okay, ich soll das nicht irgendwo reinschmeißen. Das glaub ich. Du wieder? Ja. und die Platten. Wie mache ich die nochmal? Sag, wenn man ein paar Tage nicht mehr gespielt hat, weiß man echt nichts mehr. Der Klassiker einfach. No. Ja, gut, kannst du ja auch nicht immer alles merken. Nee, vor allem nicht, wenn ich 3, 4 verschiedene Packs gleichzeitig spiele. Das geht halt nicht. Weil selber schuld, ne? Ja, teilweise ja. Ja, wir haben jetzt noch einen Fluid Tank. Keine Ahnung, 16 Buckets passen da rein. So. Aber davon abgesehen, jetzt sind es ja aktuell nur noch 4. Nur noch.
So, dann haben wir die Quest jetzt nämlich fertig. Und dann gucke ich mal, wie es jetzt weitergeht. Man muss ja Questbuch haben. Ich will nämlich die Heavy Engineering Plate machen. Dafür brauche ich Lead Plates und Stahl. Stahl haben wir glücklicherweise jetzt. Und Lead Plates habe ich auch schon fertig gemacht. Jetzt brauche ich diese andere Flüssigkeit. Dieses Melted Solder. Hattest du das nicht fertig gemacht? Sicherheit nicht. Ich meine, du warst dabei. Du hast doch dieses Solder gemacht, oder nicht? Ich habe das Gefühl, diese Folge wird nicht unbedingt produktiv. Wie alle Folgen im Moment? Nein, ja. Ja, doch. So, Bucket of Solder. Dafür brauche ich die Solder Wire. Und das ist Solder Blend. Das war Lead und Zinn. Das haben wir doch garantiert vorbereitet. Bin ich jetzt ganz blöd? Weil du hast doch hier extra Lead durchgeballert. So, 8 davon. Guck oder mal ich das... in irgendwelchen Chests. Ja, ich gucke hier gerade schon in alle rein, aber... wir haben Solar für irgendwas anderes gebraucht. Ja, wir haben das für irgendwas anderes gebraucht. Perfekt. Ich frage mich nur für was. Für Draw Controller. Daher kommt das. Und für Jetpack braucht man es später auch noch. Ach du Scheiße, ey. 73 Seiten mit irgendwelchen Rezepten, die Solder brauchen. Da kriegt man ja schon direkt Motivation. Das ist schon. Wir brauchen unbedingt mal Maschinen. Wir haben kaum noch Zinn. Das ist nicht gut. Warte mal, konnte ich nicht auch pulverizen in den Maschinen? Nee. Schade. Dann muss ich es hier drin machen. Ach, toll. Das dauert auch überhaupt nicht lange. Wir müssen echt mal gucken, dass wir uns besser vorbereiten. Minimal. Ja. So. Immer noch nicht. Das kommt dann irgendwann. Irgendwann. Folge 900. Wir haben uns vorbereitet. Denn das Projekt ist beendet. So, ich hab den Storage Core. Macht bestimmt irgendwas Cooles. Ja, können halt noch nicht wirklich viel machen. Das ist das Problem. Ach, warte mal, wir haben doch hier. Hier ist ein bisschen Eisen drin. Gibt's so ein paar Level gerade. Und Kiste ist voll. Ich nehme die obere Kiste einfach nochmal mit. So viel zur Sortierung. Und dann brauche ich 2 Eimer am besten. Noch hier irgendwo noch ein Eimer sicherlich. Irgendwo. Nö, wir haben tatsächlich nicht noch einen Eimer. Shit. Ich habe einen. Ich kann eh keinen noch und nicht. Ich kann eh nicht noch einen machen. So. Ich kann nur einen machen. Okay, und da muss ich jetzt 100 Millibucket. Okay, das sollte ich hinkriegen. Wo ist denn der Hammer? Kann es sein, dass du ein paar Werkzeuge im Inventar hast? Nee, der Hammer ist ganz links drin. Wie heißt der? Traders Workshop, den brauchte ich kurz. Okay. Meine Sachen sind schon gewundert. Also ich sag mal, das Storage-System ist recht simpel. Okay. Es steht aber schon. Wir haben 2500 Kapazität. Was? Das einfach nur übereinander stellen oder was? Übereinander, nebeneinander. Hauptsache aneinander. Blankbox, Storage-Box. Jetzt die Frage, was ist davon? Die Storage-Box macht den Inventarplatz. Okay, immer und noch die... Storage increase capacity each Storage-Box... 2500 Teile. Yep. Ah, okay, und die höheren Varianten können wir nur im
in den Dungeons finden. Und der Storage Core. Ah, okay. Der Storage Core ist einfach nur der Ding. Und Early Game Option for it's very limited and functional. Kann es sein, dass man die Blankbox einfach nur zum Craften braucht? Nö. Was macht denn die Blankbox? Funktioniert das Ding auch ohne der Blankbox? Muss ausprobieren. Dann probieren wir das einfach mal aus. Eine Axt muss ich nehmen, okay. Und noch irgendwo Tempered Glass? Also anscheinend ja. Ich weiß halt nicht, was die Blankbox jetzt macht. Egal, wir haben sie. Ja, weil die erhöht halt nicht die Speicherkapazität und nichts. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch. Gut, aber ich brauche jetzt noch Redstone Wire Coil. Da habe ich 4 Stück von, wenn du brauchst. Ich bräuchte 3. Dann bin ich sogar noch schneller fertig, als ich dachte. Okay, und was ist das jetzt? Access Terminal. Place items in your inventory. This is limited and functional. Okay. Gut zu wissen. Ich denke mal, das ist dafür da, dass du nicht die ganze Zeit zum Chor rennen musst. Nö. Hauptsache, ich habe hier nicht mal mehr Sticks oder irgendwas liegen. Ach, ich habe das Solder gefunden. Hatte ich es mir doch richtig gemerkt. Und 2 Silber brauche ich noch. So. Ich mache nämlich noch mal einen zweiten Hammer. Weil du mir den die ganze Zeit klaust. Gut, und wir haben den Redstone Engine Block. Gut. Dann brauchen wir Metal Press Molds und 2 Conveyor Belts und 2 Steel Scaffoldings. Okay, das heißt, ich brauche 8 Leder. Wir haben 6. Woher haben wir so viel Leder? Aus den Rattenteilen da. Von den Strainers. Da war ja was. So, und wie macht man die Dinger jetzt? Mit Stahlrods. Und Stahlrods sind 2 Stahlplatten. Okay, das kann dauern. Ja, gut, sobald wir die Presse 9 haben, scheinen in die Presse gutes. Ja, das ist für die Presse jetzt bauen quasi. Das heißt, ich muss 3-mal craften. Das heißt, ich brauche 6 Platten. So. Und Steel Scaffoldings. Useful in more ways than just helping from a multi-block. You can use them to transfer items into auto. And setters or higher customized grabbable arms that will pick and pull items for you or not on my menu. Ja, gut. Das wusste ich gar nicht, dass es so einen Inserter gibt. Magnicraft. Achso. Ja, sonst können wir es nicht bringen. Da ich Platten brauche. Ja, das heißt, ich muss jetzt doch gucken, wie man die Metal Press baut. Kannst du der Ratte einmal wieder eine Chest zum Reindroppen geben? Weil sonst macht sie nichts. Ja, kann ich gerne machen, wenn ich den finde. Und eine Kiste ist, glaube ich, hier oben noch. Ach, ne, Kiste ist ja noch. Die habe ich gerade wieder hingeplaced. Deposit Items. Wonder, stay here, follow me, hunt prey, gather items. Transport Items. Normalerweise. Versuche jetzt nochmal was hinzuwerfen. Wenn sie nicht mehr. So. Jetzt. Jetzt nur die Frage, ob der das hier wieder reinlegt. Ja. Nee, einen habe ich da jetzt reingelegt.
Jetzt. Ah ja, gut. Dann funktioniert's. Passt. Gut, dann muss ich jetzt gucken, wie man... Ich weiß halt leider nicht, wie die Metal Press gebaut wird. Ach, Metal Press Projektor. Danke. Jetzt die Frage, wo wir das Ding hinbauen. Hier ist Platz. Nein? Wie kriege ich das wieder weg? Ah, so, okay. Ich würde das gerne... Wie kann ich das denn rotieren? Nee. Hä? Okay, dann muss ich das mal eben kurz so machen. Also, wir haben in der Mitte den Block. Ja, ich kriege den irgendwie nicht rotiert. Was minimal nervig ist. Dann haben wir hier das Ding einmal. Das Ding einmal. Und echt nur noch... Ach, Pisten noch. Und darüber dann das Ding. Okay. Klingt relativ easy. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wie ein Pisten geht. Ah, so. Ja, das Ding braucht dann jetzt halt gleich nur noch Strom. Betonung auf nur noch. So, nein. So, jetzt können wir auch suchen im System. Okay. Das Ding und jetzt bräuchte ich irgendwie den Hammer. Da, Engineer's Hammer. Was habe ich da jetzt falsch gemacht? Eigentlich nichts. Platin hinbekommen. Irgendwas ist da anscheinend falsch, aber ich weiß nicht was. Und ich sehe es leider auch nicht. Gib mir den Engineer Samer. Ja. Ja. Wie hast du das gemacht? Du hast den falschen Block angeklickt. Welchen musst du denn anklicken? Den Pisten. Ich habe den falschen Block angeklickt. Gut, der braucht jetzt aber noch Strom. Ja. Die Konnektoren, Terracotta, Clay einfach brennen. Ja gut, das kriegen wir hin. So. Brenn mal bitte durch. Ja gut, den Metal Press Projektor braucht man denn jetzt eigentlich nicht mehr. Vor allem, weil wir zwei davon haben. Ja. Und wer hätte es gedacht, meine Kisten wären wieder voller. machst du noch die Plates dafür? Dann wären wir mit Part Production durch. Yep, mache ich nämlich gleich noch. Wobei, mache ich nächste Folge. Wir sind nämlich bei 19 Minuten. Ich würde erstmal sagen, Finger zu gucken habt. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.